Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im November 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr euch direkt an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage und beides steht unten in der Videobeschreibung oder auch auf der Infokarte hier oben im Bild. Und auch diesmal gibt es wieder eine Beratung bei mir in der Verlosung zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Der November bringt für euch weiterhin viele prickelnde Liebesimpulse. Der Mars steht den ganzen Monat über in eurem Partnerhaus in der Waage. Das kann elegante Verehrer anzeigen, die euch den Hof machen. Psychologisch bedeutet es allerdings auch, dass es in der Partnerschaft zu Neckereien oder Auseinandersetzungen kommen kann. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also den langfristig wirkenden Tendenzen. Und da haben wir einen neuen wichtigen Wechsel in diesem Monat. Am 9. November wird die wilde Göttin Lilith in den Steinbock gehen und damit ins Quadrat zur Widdersonne. Und das Ganze 9 Monate bis zum 6. August 2018. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt für euch, denn Lilith steht ja für den Kampf der Frauen um die Gleichberechtigung und das Widderzeichen ist ebenfalls ein kämpferisches Zeichen. Ob ihr nun innere oder äußere Kämpfe ausfechtet, es wird dabei darum gehen, ob ihr euren Zielen folgen und euch dabei treu bleiben könnt. Alles über diesen wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special »Gehe deinen eigenen Weg«. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Ab dem 9. November spüren diesen Aspekt besonders die Geburtstagskinder vom 21. bis 24. März. Weiter geht's mit dem Quadrat zu Pluto. Das ist ja auch schon längere Zeit bei euch am Wirken und wirkt auch noch einige Jahre weiter. Und der Pluto steht für euch im 10. Haus, auch im Steinbock. Da wird ja die Lilith auch reingehen. Und der kann anzeigen, dass ihr mächtig unter Druck steht, ja, vom Aspekt her alleine, dass ihr mächtig unter Druck steht, vielleicht weil ihr euch unheimlich engagieren müsst in eurer Karriere, ne, oder aus einem anderen Grund, dass da wichtige Entscheidungen fallen, vielleicht passiert in eurer Firma irgendetwas, was euch auch betrifft. Also es ist eine Zeit, wo ihr sehr stark herausgefordert werdet und wo ihr wahrscheinlich auch von außen oder auch von innen den Druck verspürt, etwas in eurem Leben zu ändern. Wenn es gut läuft, dann könnt ihr auch dadurch zusätzlich zu Macht kommen, Macht und Einfluss, aber dem vorausgehen häufig eben auch Machtkämpfe. Also wenn ihr das erlebt in eurem Leben zurzeit, dann wisst ihr, es liegt an Pluto und da müsst ihr durch. Pluto bringt einen in so Krisen rein, die einen dann eigentlich stärker machen sollen. Falls ihr da Gesprächsbedarf habt oder eben spürt, da bahnt sich was an, dann ist das wirklich ein guter Grund, eine astrologische Beratung zu buchen. Denn Pluto ist schon etwas, da sollte man sich mit auseinandersetzen und vielleicht eben auch noch näher verstehen, was die tiefere Bedeutung davon ist. Und dieser Aspekt wirkt im November auf die Geburtstagskinder, die vom 13. bis 18. April haben, Geburtstag haben. So. Dann haben wir ja auch noch weiterhin die Konjunktion von Uranus und der steht ja in eurem eigenen Zeichen, ist jetzt in der 3. Dekade angekommen. Die anderen Widder, die spüren vielleicht schon eine Erleichterung, die sind durch diesen Veränderungssturm schon durch. Uranus ist auch eine starke Veränderungskraft, aber jetzt nicht so ganz so krisenhaft und mit so viel Druck wie bei Pluto, weil es auch in eurem eigenen Zeichen ist, ist es eher sowas wie, dass ihr euch selbst neu erfinden wollt. Das kann natürlich auch anstrengend sein, aber es ist halt auch sehr inspirierend und sehr spannend. Und weil ja das Widderzeichen sowieso das Pionierzeichen ist, ne? Weil ihr gerne Neues ausprobiert, gerne neue Wege geht und auch gerne euch mal auf was einlässt, wo ihr nicht genau wisst, wie es dann eigentlich weitergeht. Da habt ihr ja gar keine Angst davor. Denke ich, dass dieser Aspekt schon im Großen und Ganzen eine ziemlich anregende Geschichte ist für euch, ist eher dann vielleicht so für eure Partner manchmal anstrengend in dieser Zeit. Aber was diesen Monat besonders interessant ist, Uranus steht in einem Harmonieaspekt zu Saturn, der steht auch günstig zur Widdersonne und Saturn ist ja so der Planet der Manifestation und der Dauer, das heißt die Ideen, die ihr jetzt hier entwickelt, die könnt ihr dann auch umsetzen. Also der November ist wirklich ein guter Monat zum Manifestieren. Und diese beiden Planeten wirken jetzt besonders auf die Widdersonne von denjenigen, die zwischen dem 13. und 18. April Geburtstag haben. So, damit kommen wir jetzt zu euren aktuellen Tendenzen.
Und der Monat startet mit Sonne, Merkur und Jupiter im Skorpion. Und das ist bei euch im achten Sonnenhaus. Das ist also gut für eure festen Beziehungen, auch für Verträge, also alles, was verbindlich ist, kann dadurch jetzt wirklich gute Tendenzen bekommen im November. Und von daher dürfen sich auch alle, die einen festen Schatz haben, darüber freuen. Dann haben wir für euch im Partnerhaus die Liebesplaneten. Das ist natürlich wunderbar. Die Venus steht in der Waage. Die ist jetzt aber schon in die dritte Dekade gegangen. Ist weiterhin super für euch zum Flirten, zum Leute kennenlernen. Ihr habt eine nette Ausstrahlung. Macht einfach Spaß mit euch. Da steht aber nun auch der Mars drin. Und der steht auch in der Waage in der ersten Dekade. Und das ist eher so ein bisschen die Konstellation, was sich liebt, das neckt sich. Ne? Das ist ja sowieso euer Ding. Also ihr geht ja gerne in so einen kleinen Kampf mit jemandem, den ihr eigentlich mögt. Und das kann natürlich durch den Mars sich jetzt nochmal verstärken. Das ist ja auch okay, aber ihr solltet es eben nicht übertreiben. Es kann schon auch anzeigen, dass es in euren Beziehungen zu Reibereien kommt. Ne? Also schön da es nicht übertreiben, ihr könnt das genießen, aber ihr müsst halt gucken, euer Gegenüber, je nachdem auch welches Sternzeichen der ist, nicht alle lieben es, sich als Ausdruck ihrer Liebe mit jemandem zu streiten, wie das bei euch halt auch schon mal gerne vorkommt. Gut, und der Mars müsst ihr auch darauf achten, er bleibt auch den ganzen Monat in dieser Spannung zur Widdersonne. Es ist eben eine Opposition, ist nicht ganz so unangenehm wie ein Quadrat, aber es kann einen schon auch gereizt machen. Ne? Also ich sage euch dann noch an, wann er in welche Dekade geht. Jedenfalls am Anfang des Monats erstmal die erste Dekade. So, die nächste wichtige Konstellation ist der Vollmond. Der ist am Samstag, den 4. November, morgens früh. Das heißt, eigentlich auch schon die ganze Nacht vorher. Und der ist besonders schön und lustvoll für Widder in fester Beziehung, denn der spielt sich eben hier ab auf der Achse Skorpion und Stier und damit auch wieder in dem Bereich eures Horoskops, wo es um Verbindlichkeiten und die feste Beziehung geht. Aber wir haben auch gleichzeitig die Venus in Spannung zu Uranus und das ist jetzt wieder direkt in eurem Zeichen Beziehungsachse und so total spannend, vor allen Dingen für die dritte Dekade jetzt. Und das ist halt super für Singles. Ne? Heiße Flirts sind möglich. Auch wenn sie zunächst unmöglich scheinen, kann es doch noch ein Liebes-Happy End geben. Genau. Und dann habt ihr einen Top-Tag am Sonntag, den 5. November. Da tritt der Merkur ins Schützezeichen ein und damit in einen guten Aspekt zur Widdersonne. Und dann macht sich optimistisches Denken breit. Ihr habt Lust, Pläne zu machen. Ne? Und außerdem steht auch der Mond günstig. Der geht dann in die Zeichen Zwillinge und bildet damit schöne Aspekte zur Widdersonne und außerdem auch lauter gute Aspekte zu den Liebesplaneten. Also an dem ganzen Wochenende, Samstag, Sonntag, 4., 5., also die ganze Vollmondzeit eigentlich, lohnt es sich auf jeden Fall für Singles auf die Pirsch zu gehen. Und wenn ihr einen festen Schatz habt, lasst euch doch eine Überraschung einfallen, was ihr zusammen Schönes unternehmen könntet. Ja, dann am 7. November, wichtiger Zeichenwechsel, die Venus tritt dann ein in den Skorpion. Die Energie wird lustvoller und das ist ein sehr kuscheliger Aspekt für alle, die eben sich wirklich schon aufeinander eingelassen haben und die schon in einer festen Beziehung sind. Am 8. November geht dann der Mars in die zweite Dekade. Ne? Denkt dran, was sich liebt, das neckt sich, aber nicht übertreiben. Und am 9. November ist es dann soweit, die wilde Göttin Lilith geht ins Zeichen Steinbock ins Quadrat zur Widdersonne und erstmal für die erste Dekade. Und dazu gibt es ja mein Special, gehe deinen eigenen Weg. Dann habe ich einen Top-Tag für euch am Freitag, den 10. November. Da aktiviert nämlich der Mond hier den Mondknoten im Löwen und versorgt euch mit einer schönen Kreativenergie. Falls ihr jemanden zum Kuscheln habt, nehmt euch doch an dem Tag Zeit dafür. Und die gute Phase geht auch noch weiter bis Samstag tagsüber. Und das ist ja dann der 11.11., der Start in die Karnevalssession. Da haben wir super Flirtsterne und rund um diesen Tag kann sich auch eine neue Romanze für euch ergeben. Dann haben wir eine ganz heiße Phase vom 13. bis 20. November. Da bekommen Widder Singles ganz starke Flirtimpulse. Mit dem Mars hier in der Waage im Partnerhaus und für Festliierte ist diese Zeit sehr romantisch. Nur zwischen dem 10. und dem 14., da haben wir diese Spannung von Merkur auf Neptun. Das heißt, in der Zeit kann so mancher schöner Plan in der Fantasie stecken bleiben oder es kommt vielleicht zu Missverständnissen darüber.
So, und ab dem 15. geht dann die Venus in diesen wunderschönen Harmonieaspekt zu Neptun. Das ist super hier, das ist super für spirituelle Widder, besonders wenn sie einen Partner haben, der sich ebenfalls für den spirituellen Weg interessiert. Ob Single oder fest liiert, während dieser Phase müsst ihr aufpassen vor impulsiven Reaktionen. Denn euer Herrscherplanet, der Mars, geht vom 15. bis zum 19. in einen sehr aggressiven Spannungsaspekt zu Pluto. Das kann auch heißen, dass ihr beruflich oder privat unter Druck geraten seid und darauf sehr gereizt reagiert. Das gilt natürlich ganz besonders für diejenigen, die sowieso den Pluto schon in Spannung zu ihrer Sonne haben. Also, aber der Aspekt ist wahrscheinlich so stark, weil er eben generell den Mars betrifft und der herrscht ja über das ganze Widderzeichen. Das werden alle Wiedergeborenen spüren. Deswegen, wenn ihr euch während dieser Zeit über etwas aufregt, solltet ihr immer erstmal tief durchatmen und euch kurz beruhigen, bevor ihr irgendetwas Unüberlegtes tut. In diese Phase fällt dann auch der Neumond vom 18. November, das ist ein Samstag. Und das ist eine gute Zeit, um sich über Ängste und negative Emotionen klar zu werden und sich vielleicht einzugestehen, dass man da sowas spürt und darüber nachzudenken. In eurem Fall kann es zum Beispiel sein, dass ihr vielleicht eifersüchtig seid oder euch eben doch gestritten habt. Und dann schaut euch diese negativen Empfindungen ganz liebevoll an und dann lasst sie los. Denn der Neumond im Skorpion ist eine gute Zeit, um sich von etwas zu verabschieden. Als neuen Impuls könnt ihr darüber meditieren, was ihr euch von eurer Partnerschaft für die Zukunft wünscht und wie ihr euch dabei selbst einbringen könnt. Dann wird die Stimmung wieder gut am 22. November um morgens um 4.05 Uhr. Da geht die Sonne nämlich ins Zeichen Schütze. Und das ist für euch eine sehr positive Energie. Dann seht ihr auch eventuelle Probleme in einem viel optimistischeren Licht. Vom 23. November und dann bis zum 5. Dezember folgt eine sehr romantische Phase mit Glücksplanet Jupiter. Der bildet dann diesen schönen Harmonieaspekt zu Romantikplaneten Neptun. Und davon profitieren besonders diejenigen, die in einer festen und vertrauensvollen Beziehung leben. Falls ihr alleinstehend seid, kann es eine sehr kreative und musische Zeit für euch werden. Mit dem Mars im Partnerhaus könnt ihr aber auch weiterhin neue Leute kennenlernen, zum Beispiel auf Konzerten oder beim Besuch eines Museums oder auch bei einer spirituellen Veranstaltung. Und ab dem 23. November geht dann auch die anregende Energie von Mars im Partnerhaus dann bei euch in die dritte Dekade bis zum Ende des Monats. Und wie gesagt, Neckereien sind fein, aber bitte nicht rumstreiten. Und dann habt ihr noch zwei Top-Tage am 24. und also Freitag, den 24. und Samstag, den 25. November. Das ist eine Zeit, die ist super, um mit der Clique etwas zu unternehmen. Da aktiviert nämlich der Mond hier im Freundschaftshaus die Mondknotenachse und das ist gut, um interessante neue Menschen zu treffen. Wenn ihr Single seid, zieht mit euren Freunden los. Dabei könntet ihr jemanden kennenlernen. Dann haben wir noch einen wichtigen Aspekt vom 28. bis zum 1. Dezember. Da wird nämlich der Mars hier nochmal einen ganz spontanen heißen Aspekt zum unberechenbaren Uranus bilden. Und da müssen die Geburtstagskinder, die den Uranus gerade auf der Sonne stehen haben, ein bisschen auf sich aufpassen, denn unbedachte Aktionen können zu Verletzungen führen. Aber für Flirts ist es auf jeden Fall eine günstige Konstellation, denn Uranus bringt neue Leute und unerwartete Begegnungen. In der Zeit solltet ihr damit rechnen, dass die Dinge sich nicht unbedingt so entwickeln wie geplant. Aber als Feuerzeichen habt ihr ja meistens Spaß daran, wenn ihr ein bisschen herausgefordert werdet. Und für die Festliierten Widder hält der Romantiktrend bis zum Monatende an. Das waren eure Sterne im November. Für eine persönliche Beratung könnt ihr mich jederzeit erreichen, entweder über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Beides steht unten in der Videobeschreibung und die Homepage ist auch hier hinter dem kleinen i im Bild verlinkt. Dieses Horoskop gibt es jetzt auch als Podcast zum Nachhören. Ihr könnt es über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder direkt bei iTunes abonnieren. Den Link zum Podcast findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen wollt, dann könnt ihr an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Es ist immer eine sehr schöne astrologische Fragerunde und ihr könnt dabei auch noch was über die Astrologie lernen. Der nächste Termin ist am Freitag, den 10. November um 17 Uhr.
Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Dezember bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar, so wie euch meine Horoskope gefallen und ob ihr vielleicht eine Anregung für mich habt. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Was es bedeutet, wenn die wilde Göttin Lilith durch den Steinbock geht, erfahrt ihr in meinem neuen Video »Gehe deinen eigenen Weg«. Und es gibt noch zwei Specials von mir, die ich euch empfehlen möchte. Finde den verborgenen Schatz und folge deinem Herzen. Alles Gute mit den Sternen.